diesem Video beschäftigen wir uns noch einmal mit einer SATB-Aufgabe und ich habe euch wieder die ganzen Rechenregeln dazu hergegeben. Das entsprechende Beispiel hat die Aufgabennummer A an der Line 027 und hat was mit Erdbeben zu tun. Nämlich hier beschäftigen wir uns mit der Stärke und der freigesetzten Energie von Erdbeben. Dazu haben wir die Funktion E gegeben, nämlich E von M ist gleich 63 mal 10 hoch 1,5 mal M, wobei eben E von M die freigesetzte Energie bei der Magnitude M ist. Und die ist in Kilojoule angegeben. Und M ist jetzt eben die Magnitude und das ist halt ein Maß für die Stärke von Erdbeben. Und wir sollen jetzt erklären, dass wenn die Magnitude um 2 größer wird, dass sich die freigesetzte Energie vertausendfacht. Also dass wir die freigesetzte Energie mit dem Faktor 1000 dann multiplizieren, wenn die Magnitude um 2 größer wird. Am besten du drückst jetzt auf Pause und versuchst das Beispiel selbst zu lösen und die entsprechende Erklärung eigenständig zu finden. Sehen wir es uns an. Ich würde einfach mal sagen, wir setzen ein und lassen unsere Magnitude um 2 größer werden. Also haben wir E von M plus 2 jetzt und das ist dann eben 63 mal 10 hoch 1,5 mal und jetzt eben das neue Argument, nämlich M plus 2. Wichtig ist, dass wir hier eine Klammer haben, da jetzt nicht M unser Argument ist, sondern M plus 2. Und die Klammer im Exponenten können wir natürlich auflösen, indem wir 1,5 mit m multiplizieren und 1,5 mit 2 multiplizieren. Also haben wir dann 63 mal 10 hoch 1,5m plus 3. Und jetzt wissen wir, dass wir Potenzen mit selber Basis dann die Exponenten addieren dürfen. Und jetzt gehen wir einfach nur in die verkehrte Richtung. Das heißt, wir haben einen Exponenten und den wollen wir aufspalten. Das können wir jetzt bewerkstelligen, indem wir 63 mal 10 hoch 1,5m mal 10 hoch 3. Da 10 hoch 1,5m und 10 hoch 3 dieselbe Basis haben, dürften wir ihre Exponenten addieren. Und das wäre dann genau 10 hoch 1,5 mal m plus 3. Wenn wir uns das jetzt aber ansehen, stellen wir fest, dass der erste Teil E von m ist und der zweite Teil 1000 ist. Und somit haben wir auch schon gezeigt und erklärt, dass wenn die Magnitude um 2 größer wird, sich die freigesetzte Energie um den Faktor 1000 erhöht. Und somit ist der Videolernzyklus zum Arbeitsblatt Potenzen und Wurzeln abgeschlossen. Falls dir das noch nicht ganz klar ist, wiederhole einfach entsprechende Videos nochmal. Und ansonsten würde ich mich wünschen, wenn wir uns in anderen Videos oder Lernzyklen wiedersehen. Bis dahin, alles Gute!